Du bist gerade dabei, eine noch nicht fertiggestellte Immobilie zu erwerben oder aber auch möchtest Fix and Flip durchführen und eine Immobilie verkaufen, die noch nicht fertig gebaut ist oder fertig saniert, dann solltest du in deinem Leben schon mal etwas von Makler-Bauträger-Verordnung gehört haben. Und was das genau ist, werde ich dir nach dem Intro erklären. Starten wir doch zuerst einmal mit der Definition. Was ist das überhaupt? Die Makler- und Bauträgerverordnung, abgekürzt MABV, soll den Schutz des Erwerbers beim Bauträgervertrag oder Maklervertrag gewährleisten. Ja, damit kann ich jetzt genauso wenig anfangen wie davor. Ich erkläre es dir gleich mal in meinen eigenen Worten und wollen wir weitermachen. Ja, zuerst einmal sei gesagt, du musst natürlich immer ein Stück weit vorsichtig sein. Es gibt leider Gottes in jeder Branche Betrüger, aber gerade in der Baubranche auch eine ganze Menge. Was einfach heißen soll, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Mensch, ich würde dir ein Haus bauen und würde in dem Zusammenhang dann das so und so und so und so umsetzen, dann können die Leute erstmal viel erzählen und natürlich dann von dir Geld verlangen und du legst einfach los. Und sicherlich ist das schon leider Gottes dem einen oder anderen Menschen passiert, aber dass dir nicht der gleiche Fehler passiert, gibt es die Makler-Bauträger-Verordnung, um einfach ein Stück weit abgesichert zu sein. Natürlich ist es niemals die Garantie, dass es am Ende auch fertiggestellt wird und so, wie du es dir vorstellst, weil im Laufe des Prozesses der ein oder andere Unternehmer leider Gottes natürlich auch mal pleite gehen kann. Aber es ist zumindest besser, mit so einer gewissen Sicherheit im Rücken zu arbeiten, als gänzlich ohne. Also insofern ist das schon mal vorweg gesagt. Und Anwendungsbereiche, wo liegen die jetzt im Endeffekt? Die liegen genau dann, wenn du quasi schon ein Grundstück hast oder dir jemand ein Grundstück verkaufen möchte, wo noch kein Haus drauf gebaut ist oder aber auch zum Beispiel jemand sagt, Mensch, ich habe hier noch ein Dachgeschoss von einem Mehrfamilienhaus, das ist noch nicht ausgebaut, aber würde dir das gerne verkaufen und würde dann in dem Zusammenhang eine aufwendige Sanierung machen, dann klingt das ja alles schön und es ist sicherlich auch ein schönes Projekt, aber in dem Zusammenhang kommt dann wiederum die Makler-Bauträger-Verordnung zur Geltung. Ja, wozu dient also diese Makler-Bauträger-Verordnung? Es ist quasi eine Absicherung zwischen dir und der Person, die oder dem Unternehmen, die dir die Dienstleistung anbietet, ein solches Projekt zu starten und ein Haus zu bauen oder eine Wohnung oder was auch immer. In dem Zusammenhang gibt es quasi ein Gesetz, das vorsieht, welche Zahlungsschritte wann und wie im Endeffekt absolviert werden dürfen. Ganz grundlegend ist dabei zu sagen, dass der Dienstleister, der dir dieses Projekt angeboten hat, oder jetzt in dem Fall, wenn du das als Dienstleister anbietest, dann musst du es ja von der anderen Seite wieder denken. Das werde ich aber gleich im nächsten Schritt noch einmal erklären und zwar dir meine eigenen Erfahrungen sagen, als quasi nicht Kunde, sondern in dem Zusammenhang dann wirklich als jemand, der diese Dienstleistung angeboten hat. Deswegen will ich das jetzt mal kurz ein bisschen ausklammern. Also vereinfacht gesagt, wenn du die Dienstleistung annehmen möchtest, dann musst du in dem Zusammenhang darauf achten, dass es diese Makler-Bauträger-Verordnung gibt, weil die dich einfach in dem Zusammenhang schützt. Der Dienstleister ist nämlich dazu verpflichtet, dass er zum einen die geldlichen Mittel, die du zur Verfügung stellst für die einzelnen Bauabschritte, niemals für andere Dinge aufwendet. Also zum Beispiel sich ein neues, ich sag mal, Sportauto zu kaufen oder einen, keine Ahnung, Urlaub zu buchen oder was auch immer. Das darf er nicht und das muss er dann auch in dem Zusammenhang nachweisen, dass dieses Geld, wenn man ihn darauf, sag ich mal, auffordert, dass dieses Geld wirklich auf diesem Konto liegt und nur diesem Verwendungszweck auch verwendet wird. Man muss sich das in der Praxis ein bisschen so vorstellen, wenn ich zum Beispiel losgehen möchte und sage, ich möchte 10 Doppelhaushälften bauen, dann habe ich dieses Geld ja zum Beispiel noch gar nicht zur Verfügung. Und ich habe zum Beispiel ein Grundstück gekauft und du bist jetzt ein Kunde und möchtest das gerne in dem Zusammenhang kaufen, dann würde das ganz klar bedeuten, dass ich sage, okay, so sieht die Planung aus und ich würde dir das auch gerne fertig bauen, brauche dafür aber Geld. Und Geld bei der Bank wiederum kriege ich nur dann, wenn ich als Bauträger auch jemanden habe, der dieses Projekt kaufen möchte. Ansonsten müsste ich alles aus EK kaufen, ist relativ teuer, also Eigenkapital bedeutet, dass ich erst in den Vertrieb gehen kann, wenn ich es auch fertiggestellt habe. Das heißt, ich muss viele Kosten im Vorfeld einfach schon haben. Das schaffen die wenigsten Bauträger in dem Zusammenhang. Also deswegen kommt das dann zum Einsatz. In dem Zusammenhang kriegst du die Garantie, dass ich wirklich diese Gelder nur dafür verwende. Und du kriegst sogar in Einzelfällen, das hängt immer davon ab, wie der Bauträger im Endeffekt so ein bisschen arbeitet, kriegst sogar eine Bürgschaft, die muss von einem offiziellen Kreditinstitut oder einer Versicherung oder ähnlichem ausgestellt sein, dass du wirklich die, ja, ich sag mal, dieses Gegenstück auf der anderen Seite hast, was niemals natürlich für diese 100% dann ist, aber zumindest immer für diese kleinen Extrazahlungen, die du leistest, die Absicherung, dass dieses Geld dann wirklich auch dafür nur verwendet wird und im Schmerzensfall, sage ich mal,
da diese Versicherung dann greifen kann. Diese Versicherung ist aber wieder nicht verpflichtend für alle Bauträger, sondern nur dann, wenn ich nach der Makler-Bauträger-Verordnung Gelder bei dir abrufen möchte, die ich abrufe, bevor ich die Leistung erbracht habe. Dann brauche ich diese Versicherung und diese Bürgschaft. Das geht zum Beispiel, dass viele Bauträger das dann tun, wenn man auf die letzte Schlussrate zugreifen möchte. Dann kann ich das ja erst, wenn ich rein theoretisch die Schlüsselübergabe gemacht habe und das Objekt komplett fertiggestellt habe. Und um das so ein ganz kleines bisschen zu umgehen, machen das viele Bauträger, dass sie sich so eine Versicherung holen und diese Versicherung oder diesen Versicherungsschein oder diese Bürgschaft einer Bank dir dann zum Beispiel aushändigen, was dich wieder absichert, okay, im Falle dessen, dass er jetzt auf einmal über alle Berge ist und er macht die Restarbeiten nicht, dann gibt es eine Bank, die dir dieses Geld dann an der Stelle im Endeffekt wieder aushändigt, dass du diese letzten Arbeiten ausführen lassen kannst. Bedeutet aber nicht, dass das immer der Fall ist, weil wie gesagt, es gibt auch viele Bauträger, die machen das dann erst mit der Übergabe, den Schlüssel und der Schlusszahlung, wenn sie mit allem fertig sind. Also hier sei nochmal zusammenfassend gesagt, als allererstes, das Geld darf nur dann verwendet werden, wenn auch wirklich ein Projekt ansteht und ich kann das nicht einfach so machen. Das heißt, der Verwendungszweck muss ganz klar sein. Zweitens, es kann sein, dass derjenige eine Bankbürgschaft oder eine Versicherungsbürgschaft vorlegt, sodass er Gelder schon abrufen kann, bevor er diese Leistung im Endeffekt erbracht hat. Und im letzten Fall, dass es immer ein Gegenstück gibt. Das heißt, es wird ja auch wirklich ein Projekt dafür gebaut und du musst tatsächlich mit einer Vormerkung im Grundbuch stehen, damit dieses gesamte Konstrukt überhaupt funktioniert. Und der Kaufvertrag für das Grundstück oder die Sache als solches, sei es eine Wohnung oder aber auch wieder ein Haus, was auch immer, muss zwingend beim Notar geschlossen werden. Das heißt, du kannst nicht eine Wohnung wieder mal kaufen, ohne dass du beim Notar gewesen bist. Das kursiert sicherlich auch irgendwo so rum, ist aber an der Stelle einfach nicht richtig und nicht rechtens. Ja, nun zu meiner ganz persönlichen Erfahrung quasi von der anderen Seite des Makler-Bauträger-Verordnung. Das heißt, wo ich jemandem was verkauft habe, und zwar in meinem letzten Fix-and-Flip-Deal, den verlinke ich jetzt mal hier oben, habe ich eine Wohnung verkauft, bevor ich sie fertiggestellt habe. Das heißt, ich habe einen Käufer gefunden, der wollte dieses Projekt als solches haben, der war davon überzeugt. Ich habe gesagt, okay, wir werden das definitiv so fest und fertigstellen. Wir haben dann einen Kaufvertrag geschlossen und jetzt ist wichtig, welche Anhänge brauchten wir für einen Kaufvertrag, damit das Ganze überhaupt funktioniert hat. Eine Sache noch vorab gesagt, wenn man als Bauträger an der Stelle in so einem Konstrukt verkauft, dann hat man immer ein Gewährleistungsproblem oder besser gesagt, der Kunde, der bei einem kauft, hat immer einen Gewährleistungsanspruch und dem muss man dann nachkommen bis zu 5 Jahren, je nachdem an welcher Stelle und um welches Gewerk es geht. Aber jetzt mal hier zu meiner Liste, die ich hier jetzt schon aufgemacht habe. Also als allererstes einmal hatten wir eine Artikelliste, die wir dem Kaufvertrag zugefügt haben. Normalerweise macht man sowas wahrscheinlich eher weniger, aber da brauchte man das jetzt. Das heißt, hier stand ganz klar drin, welche Dusche wir verbauen. Also, dass das ein ganz bestimmtes Modell ist, mit hier im Endeffekt auch nochmal ein Bild dazu. Und die ist es dann am Ende auch geworden. Wir haben das gleiche hier fürs WC. Ich gehe jetzt hier mal so ein ganz kleines bisschen durch. Hier war jetzt genau festgesetzt, was für ein Waschbecken verbauen wir, mit welchem Wasserhahn verbauen wir das Ganze. Also da kann man die Artikel dann ganz genau sehen. Und hier natürlich auch nicht zu fehlen, der Boden, den wir genommen haben. Und für alle, die es in meinem letzten Flip interessiert hat, welcher Boden das gewesen ist, das steht hier jetzt nochmal relativ genau. Das war das Parkett Eiche, dann auch noch in Weiß geölt. Das hat der Kunde so ausgesucht, hat ihm gut gefallen. Bei den Fliesen, da bin ich ein großer Freund von der Serie Smart, die in Braun-Grau zu benutzen. Ich finde die sehr schlicht und die haben wir in dem Zusammenhang ja auch benutzt. Aber man sieht selbst, hier steht drin, welchen Sockel wir benutzt haben. Hier steht dann auch drin, welche Fuge wir benutzen werden und welches Material für den Balkon. Also man sieht hier wirklich alle Materialien ganz genau und hier auch wieder natürlich nicht vergessen die Lichtschalter-Serie von Jung, die ich so mag. Ja, und was dann in dem Zusammenhang jetzt auch noch dazu kommt, ist die Steckdosenplanung und auch Lichtplanung, weil genau so, wie es jetzt hier in diesem Plan drin ist, also der, so nach dem Motto Lichtschalter, muss genau dann hier 5, 6, der muss dann auch genau da sein, weil das hat der Kunde unterschrieben und dazu verpflichte ich mich ja und stehe auch dann mit meinem Namen, dass ich das dann am Ende genauso umsetze. Der Kunde war super zufrieden, dass das am Ende auch so lief. Aber das sei auch nochmal hier zum Thema Grundriss und Planung dann gesagt. Und deswegen ist die auch so wichtig, dass man die im Vorfeld einmal vernünftig und richtig macht. Natürlich stimmt man die dann ab, aber so sieht es dann aus.
Ja, und das Allerwichtigste, was wir beigefügt haben, wir haben quasi ein virtuelles Bild gemalt oder besser gesagt mit Worten, wie hier an der Stelle diese Wohnung aussehen wird und haben eine Baubeschreibung geschrieben, also Ausstattungsbeschreibung, die auch mit dazugehörte. Da gucke ich jetzt mal nach. Also da steht dann ganz genau drin, erstmal allgemein, um was für ein Projekt handelt es sich eigentlich, wie groß ist es, wie viele Zimmer hat es und so weiter. Im zweiten Punkt geht es dann um die Abbrucharbeiten und Rückbauten, die wir getätigt haben. Die hat der Kunde aber tatsächlich bereits vor der ersten Besichtigung oder bei der ersten Besichtigung gesehen, weil die Abrissarbeiten schon durchgeführt gewesen sind. Dann geht es im dritten Teil im Endeffekt um die Mauer- und Putzarbeiten, wenn man ein Haus hat. Dann geht es weiter mit Trockenarbeiten, also welche Wände haben wir gestellt, wie stellen wir die, aus welchen Materialien werden die sein, doppelt beplankt, nicht doppelt beplankt. Das gleiche Spiel dann im Endeffekt auch mit den Fliesenarbeiten. Auch hier wieder kommt eine Ausgleichsschüttung rein, benutzen wir keine Ausgleichsschüttung. Also da muss wirklich alles aufs genaueste Detail drinstehen. Dann geht es an der Stelle weiter mit Malerarbeiten, in welcher, sage ich mal, Qualität wird es gemacht, zweifach, einfach, dreifach, was auch immer. Und dann geht es weiter mit dem Thema Bodenarbeiten. Das heißt, ist das Ganze hier geölt oder am Ende gebürstet, der Boden? Also ja, es steht wirklich alles eins zu eins drin. Dann haben wir hier Punkt 8 mit Tischlerarbeiten, Fensterarbeiten. Was für Fenster werden da genau verbaut? Mit welchen UG-Werten? Welche Schall, also Schallschutz im Endeffekt und Wärmedämmung? Also das steht alles aufs Genaueste drin. Dann haben wir die Sanitärarbeiten, die durchgeführt wurden, Elektroarbeiten, am Ende noch ein paar Hinweise. Artikellisten, die ganzen Grundrisse, die Elektroplanung, alles kommt dann im Endeffekt da mit ran. Ja, was kann ich als Fazit dazu nochmal sagen? Es war sehr aufwendig, diese ganzen Dokumente zu erstellen. Es war für mich das erste Mal. Das heißt, ich wusste auch noch nicht so richtig, worauf ich mich an der Stelle einlasse, mit MABV zu verkaufen. Aber es hat sich am Ende gelohnt, weil man einen Flip so viel schneller drehen kann. Würde ich es nochmal machen? Weiß ich nicht. Hängt vom Kunden ab. Und hängt vom Projekt ab, aber sicherlich wird es dazu bestimmt nochmal kommen. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch nochmal, welche Abschlagszahlungen wann vom Bauträger verlangt werden dürfen. Eins sei gesagt, er darf die zusammenfassen, das heißt, es sind 14 Zahlungen insgesamt, kann aber einzelne Gruppen zusammenfassen, bis zu 7 Zahlungen darf er quasi höchstens nehmen. Und in dem Zusammenhang als Beispiel, er kann für Heizung und Sanitär wären es einfach jeweils normalerweise 3%, die kann er zusammenfassen und kann dann, nachdem er das abgeschlossen hat, 6% verlangen. Was jeder Bauträger aber macht, ist bei Übergang des Grundstückes die ersten 30% verlangen, weil er musste ja auch das Grundstück ankaufen, also ist das der klassische Satz. Und als gute und letzte Schlusszahlung in dem Zusammenhang bei Fertigstellung darf er die letzten 5% verlangen. Die sind quasi immer noch mal als Einbehalt für den Kaufenden oder der Käuferin, dass in dem Zusammenhang die Restarbeit noch gemacht werden können, falls irgendwo was nicht ganz stimmt. Ja, das soll es von meiner Seite wieder gewesen sein. Ich hoffe, dass das nochmal einen guten Einblick gebracht hat und dass es verständlich gewesen ist, was dieses Thema denn eigentlich bedeutet, weil es ist wirklich wichtig. Und zu guter Letzt nochmal ein dickes, fettes Dankeschön an meinen Cutter, den ich jetzt mit im Boot habe. Danke, Marc, du machst echt eine gute Arbeit und ich freue mich, dass das so funktioniert. Checkt seine Videos doch mal und seinen Kanal ab. Sein Instagram habe ich unten verlinkt, sein YouTube habe ich unten verlinkt. Er selber macht ein paar Vlogging-Videos, mega cool anzugucken. Wirklich High Quality im Aufnehmen, High Quality im Schnitt und auch im Sound Editing. Also ganz große Klasse. Ich freue mich, dass er mit an Bord ist und mittlerweile mich unterstützt. Sonst könnte ich nicht mehr so viele Videos produzieren. Also in diesem Sinne freue ich mich über ein kleines Like und ein Abo. Für alle, die neu auf dem Kanal dabei sind, cool, dass ihr dabei seid. Und in diesem Sinne sage ich mal wieder Peace out und bis zum nächsten Mal.